So, wir setzen das Video fort. Wir waren hier bei, ne, das wäre die grafische Prüfung, die rechnerische, die machen wir dann noch. Wir haben jetzt mal zusammengefasst, was bei Zuordnungen noch so ist. Ich erinnere an eine andere Tabelle, wo wir uns die Vorgehensweise bei der Rechnung genommen haben. Und hier geht es darum, wenn ich Quotientengleichheit vorliegen habe, jetzt habe ich nur ein Bild ohne Dimensionen rangemalt. Das heißt, ich habe das nur qualitativ gezeigt. Wie sieht es aus? Nicht wie viel ist es? Dann habe ich hier nur eine Gerade. Ist es keine Gerade? Ist es nicht. Ist es keine Zuordnung, keine richtige, wie wir sie haben möchten. Und wenn die Gerade wirklich schön gerade ist, dann habe ich die sogenannte Proportionalität. Oder, manche Leute sagen es, um es direkter zu unterscheiden, direkte Proportionalität. Das Gegenteil hat eine Hyperbel bei der Produktgleichheit, ne, bei dieser Verhältnisgleichung, die das mal das ist das mal das. Wenn ich die so aufstelle, habe ich das Wort indirekte Proportionalität. Manche Menschen sagen auch Antiproportionalität. Das sind also hier mehrere Begriffe. Ich sage es nochmal, hier handelt es sich um Proportionalität, dann meine ich die direkte. Sage ich, hier haben wir direkte Proportionalität, es ist das Gleiche. Sage ich aber, das ist antiproportional, der Zusammenhang hier, der ist antiproportional, dann meine ich indirekte Proportionalität. Hier darf ich das Wort nicht weglassen, hier darf ich es mal weglassen. Direkte darf ich weglassen, indirekte auf keinen Fall. Sonst wäre es ja wieder das Linke. Also ist ein bisschen verwirrend, manche Leute brauchen eben unterschiedliche Worte für die gleichen Sachverhalte, sowas passiert. Wir werden hier, wenn es geht, nur versuchen, diese Worte zu brauchen, und zwar Proportionalität und indirekte Proportionalität. Ich werde das mit der Anti weglassen. Auch nochmal für alle anderen, die zuhören, Anti heißt nicht schlecht, sondern bloß das Gegenteil. Das bis dahin, ich mache nochmal Pause, wir kommen dann zu weiteren Dingen. Jetzt hatten wir die grafische Prüfung uns betrachtet. Wir werden aber auch rechnerisch prüfen und das macht man, indem man wirklich Quotientengleichheit überprüft. Nochmal zu der Tabelle hier. Ich prüfe, 3 durch 1 ist 3, 6 durch 2 ist 3, 9 durch 3 ist 3 und so weiter. Ist hier irgendwo ein Ausreißer dabei, handelt es sich zwar um irgendeine Zuordnung, aber nicht mehr um Proportionalität. Dann wäre hier ein Knick drin, dann stimmt was nicht. Die andere Seite probiere ich, indem ich sage, okay, dass man das ist, dass man das, dass man das ist. Es muss überall das Gleiche rauskommen. Mit anderen Worten, ich habe es mit indirekter Proportionalität zu tun. Ist ein Ausreißer dabei, macht meine Kurve irgendwo einen Knick, stimmt was nicht. Das war eigentlich schon das ganze Prinzip. Und jetzt sind wir in der Lage, nur noch zu üben. Aber jetzt machen wir mal wirklich eine echte Gedankenpause. Jetzt hören wir mal ganz einfach mit dem Quatsch hier auf. Kurz vor der Übungsphase, ich mache mal hier Pause und zu Hause lässt man es natürlich weiterlaufen. So, und jetzt folgende Aufgabe, und das werden wir zu Hause in diesem Fall lösen, weil unsere Leute üben eh zu Hause, da ist es also egal. Und zwar stelle die Formel Rho ist M durch V, die Formel der Dichte, hey, und die Formel F1 mal L1 ist F2 mal L2, das wäre vom zweiseitigen Hebel, Wippe, könnte ich auch sagen, in Wertetabellen und grafisch da. Die Wertetabellen, die brauchen wir dafür, dass wir, lass mal den bürokratischen Quatsch sein. Die Wertetabellen, die brauchen wir dafür, dass wir dann die Punkte einmalen können. Erinnert euch an den Anfang. Und stellt sie dadurch grafisch dar. Das heißt, ihr malt die Punkte ein und verbindet die mal und dann schaut er mal. Zur ersten Formel, zur Dichteformel, wir nehmen mal die Dichte von Aluminium mit 2,7 Kilogramm pro Kubikdezimeter, aber eine maximale Masse von 54 Kilogramm. Durch entsprechendes Rechnen werdet ihr rauskriegen, wie viel dann für das Volumen nötig ist. Und hier bei der Wippe nehmen wir eine maximale Hebellänge auf einer Seite von 6 Metern und eine maximale Kraft von 90 Newton. Hier gibt es noch eine Frage. So, das Video beenden wir in diesem Fall nur mit dieser Aufgabe. Da waren wir soweit durch, das haben wir diskutiert. Mit einem freundlichen, wie gefällt euch Mathe? Yes! Wunderbar, mir auch nicht.